Ja, ich höre dich. Scheiße. Okay. Ganz ruhig.
Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Sag's ja. Warte, die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Was machen wir? Wow, wow, wow. Riley, komm her! Nein, du schaffst das. Los! Oh Mann, das ist irre! Oh Mann. Komm schon, komm hier hoch! Setz dich neben mich! Okay, warte. Ah! Nein, 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 nein. Ich bin doch gerade erst drin. Lebe! Also, ich fand's toll. Da hast du's. Oh, ich hab da noch was. Was ist das? Was sagt der Hase zum Igel? Was ist das? Du bist so spitzfindig. Nee, oder du hast noch ein Witzbuch entdeckt? Was bekam der Kannibale, als er zu spät zur Party kam? Die kalte Schulter. Hier, für dich. Weißt du, du könntest glatt wieder meine beste Freundin werden. Ich meine ja nur. Ich kenn dich doch. Ich meine ja nur. Okay, bist du bereit? Bereit. Was bestellt ein Hund im Restaurant? Bellkartoffeln. Ah! Oh, sehr gut. Der war gut. Ein gekochtes Ei am Morgen ist kaum zu schlagen. Witzig. Das ist lustig. Das gefällt mir. Ich lese gerade ein Buch über Antischwerkraft und ich kann es einfach nicht weglesen. Schön. Ja, der ist klasse. Warum wachsen auf dem Mond keine Blumen? Es gibt zu wenig Erde. Oh! Oh. Wohin geht ein Wal zum Essen? Ins Wallokal. Oh. Albern. Das ist so albern. Was heißt Geigenkasten auf Spanisch? Fidel Castro. Ja. Oh. Wie entstehen Kinder? Na, in Teamarbeit. Oh, ja. Kapiert? Ja. In Team. In Teamarbeit. Ja. Ich kannte mal einen tollen Witz über Amnesie. Aber ich hab ihn vergessen. Ist gut. Wie findet Knecht Ruprecht den Weg? Mit dem Routen. Mücken gern. Ganz klar Insekt. Ah, der ist gut. Echt gut. Welche Worte machen jeden Hai glücklich? Mann über Bord. Oh, das ist fies. Das ist irgendwie fies. Wo haben Inder die Toilette? Oh, das weiß ich. Nee, am Ende des Ganges. Oh, der Fluss. So ist dieser Fluss in Indien. Das war bis jetzt der Beste. Ja, klasse. Warum weint ein Alki, wenn er vom AA-Treffen kommt? Weil es so ernüchternd war. Okay, wo wohnen Katzen? Klar doch, das habe ich schon oft erlebt. Das war's? Das ist der ganze Witz? Im Mietshaus. Ein toller Witz. Ich lach mich gleich tot. Mietshaus. Abendzeitungsschlagzeile. Comiczeichner tot aufgefunden. Tatumstände noch skizzen. Ja, er ist cool. Oh Mann, ich liebe das Buch. Wie bezeichnet man einen ausgehungerten Vampir? Ah, oh, okay. Blutarm. Ja, okay. Okay, was macht ein Hacker am See?
Oh! Fisch! Oh. Doof! So. Fisch mit PH! Das ist so doof! So was von doof! Was hat ein Voyeur? Ein Fernrohr. Oh, wow, nein, pfui. Wo kauft ein Einarmiger an? Im Second-Hand-Shop. Da war dieser Typ, der eine Cola-Dose an den Kopf bekam. Zum Glück war es ein Softdrink. Albern. Ja. Warum essen Blinde gern Mohnbrötchen? Da stehen immer so schöne Geschichten drauf. Oh, wie gemein. Ja. Sagt der große Stift zum kleinen Wachsmalstift. Oh, ist der doof. Der ist doof. Aber gut. Okay. Das reicht. Ich stecke es jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Der Fotoautomat ist an. Ellie, das müssen wir ausprobieren. Wie funktioniert das? Du musst einfach den Anweisungen folgen, glaube ich. Soll ich? Nein, weißt du was? Du machst das. Oh, Themen! Was nimmst du? Wie sieht cool denn aus? Wo ist der Typ denn cool? Na, er hat eine Sonnenbrille und ist ein Häschen. Touché. Nein, wieder zurück. Probieren wir Freunde. Das ist aber niedlich. Ich bin der Frosch. Du kannst dir keine Figur aussuchen. Ha, okay, lächeln. Rück näher, näher, näher. Nein, keine Hasenohren. Okay, was Gruseliges. Dinosaurier. Oh nein. Oh, jetzt mal eine Fratze. Okay. Hier ist ein Knatschgesicht. Okay, jetzt albern gucken. Okay. Okay, ist ganz sexy. Wie sexy. Oh, schon fertig. Okay. Oh, die sehen toll aus. Was ist ein Facebook? Vielleicht bildet das Gesicht dann ein Buch ab. Wenn Nutzernamen eingeben. Was schreibe ich da? Einfach irgendwas. Deinen Nachnamen oder so. Okay. Und fertig. Oh, es teilt. Keine Internetverbindung. Was bedeutet das? Oh, gib uns ein paar Bilder. Ich kann nicht fassen, dass das funktioniert. Ich weiß. Neuer Versuch. Was? Oh, komm schon, verdammt! Wenn man hier gegenschlägt. Oh. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist es kaputt. Ich glaube, du hast recht. Also. Wollen wir uns weiter umsehen? Oh ja. Ich hasse sie. Wieso klingt sie denn bitte so blöd? Ja, oder? So würde ich es machen. Achtung! Die 6-Uhr-Schicht beginnt in 10 Minuten. Okay, jetzt ich. Alle Einwohner müssen stets einen aktuellen Ausweis bei sich tragen. Melden Sie jegliche Anzeichen einer Infektion sofort dem zuständigen Bereichsleiter. Nicht vergessen. Untätigkeit kostet Leben. Ja, das wäre viel besser. Hey, die Rolltreppe funktioniert. Komm her. Lass uns hochgehen. Mal sehen, was da los ist. Das ist peinlich.
was an. Das mache ich noch mal. Doch gesagt. Motor einschalten. Okay, das sind die Kanonen. Los geht die Spritztour. Das Spiel ist bescheuert. Nein, sag jetzt nicht, er ist kaputt. Er ist kaputt. Mann, ich wollte so gern damit spielen. Kannst du doch. Wie? Okay, komm her. Schließ die Augen. Na los. Okay. Damit bewegst du dich. Damit bockst du und damit trittst du zu. Und zum Blocken den hier. Okay. Zuerst wählst du deinen Charakter. Du spielst als die unaufhaltbare, krallenschwingende, umwerfend schöne Angel Knives. Soll ich mir das jetzt alles vorstellen? Augen zu. Okay, sorry. Sie steht am Rande des Schattentempels. Ein uraltes, mystisches Gebäude, wo die Turniere der Unsterblichen stattfinden. Dein Gegner, Black Fang, tritt aus dem Tempel. So ein weißer Muskelberg mit drei Armen. Es auf dein Blut aus. Die Musik wird lauter, als er seine Kampfstellung einnimmt. Bereit? Und wie? Runde 1. Kampf! Runde 1 beginnt. Black Fang rast auf dich zu. Doppelschlag an. Spring hoch! Ja, er schießt an dir vorbei. Du landest hinter ihm. Schnell, schlag ihm in den Rücken. Du versuchst ihm so richtig eins mit dem Ellbogen. Kostet ihm 15% Gesundheit. Ja, er wirbelt herum und startet einen Schattenklauenangriff. Was soll ich tun? Zurück und blocke zum Konter. Du machst den Ellbogen hoch, gerade als eine Combo startet. Du rutschst zurück, nimmst aber keinen Schaden. Der letzte Block bringt ihn aus dem Gleichgewicht. Gleich hat er sich wieder erholt. Schnell, kommt mit einem Himmelsheber. Er hat ihn gleich. Schaffst du? Drücke oben, blocken und tritt. Abblocken. Geschafft. Unten vorwärts und jetzt ein. Ja, klar. Klar. Perfekt. Mach ihn platt. Der Bildschirm wird dunkel. Angel Knives Klauen fangen an zu glühen. Sie durchbohrt seinen Körper wieder und wieder, bis ihm das Herz aus dem Oberkörper springt. Sie holt mit ihrem Bein aus und schlägt ihm mit einem Roundhouse-Tritt den Kopf ab. Eine Blutfontäne ergießt sich aufs Spielfeld. Das ist ein Ultra-Kill. Angel Knives reckt die Fäuste in die Luft. Du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nicht schlecht fürs erste Spiel. Und? War ganz okay. Ach, komm schon. Ja, hat Spaß gemacht. Hörst du das? Hey, hör mal. Wir sollten zurück. Ich muss zurück. Du hast noch jede Menge Zeit. Riley, ich kann mir solche Sachen nicht mehr erlauben. Wir machen einfach morgen weiter. Geht nicht.
Na, dann halt irgendwann anders. Okay, Firefly-Braut, wann? Sie wollen, dass ich verschwinde. Verschwinden? Aus Boston. Ich soll zu einer Gruppe in einer anderen Stadt. Ich hab gesagt, dass ich in Boston bleiben will. Aber du weißt ja, wie Marlene ist. Nichts macht sie einem leicht. Alles ist ein Test. Sie holen mich morgen ab. Okay. Das war alles? Na, was willst du denn hören? Was weiß ich? Wie wär's mit einem guten Rat? Ich mein's ernst. Warum hast du mich hierher gebracht? Ich wollte dich sehen. Nein, warum hast du mich hierher gebracht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Du willst meinen Rat? Geh. Na los, verabschieden wir uns. Ich schau mal, woher die Musik kommt. Riley! Riley! Verdammt! Wo zur Hölle ist sie hin? Riley! Riley! Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung, ist es? Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Meinung je wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag. Fühlst du dich schuldig? Soll ich es dir leichter machen? Bitteschön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Okay. Zuerst mache ich dich fertig. Und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Hast du schon Angst? Ja, so geht das. Oh, dafür wirst du büßen. Gefällt dir das? Nimm das, Riley! Oh, dafür wirst du büßen. Oh Mann! Platsch! Ich hab dich voll erwischt. Was? Das war kaum ein Streifschuss. Du triefst. Okay. Du zählst bis fünf.
Ich versteck mich und dann jagen wir uns. Wer zuerst getroffen wird, verliert. Schön. Schließ die Augen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich komme! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du bist tot. Getan. Hast du sowas schon mal gesehen? Okay. Die Hundemarke gehört aberkannt. Wow. Jetzt bist du gemein. Jetzt reicht's. Wir machen's nochmal. Riley. Hey, also... Das kam vorhin blöd rüber. Aber... Ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit... Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Ich komm klar. Und du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Behalte du sie besser. Ich kann mit denen nichts anfangen. Hast du eigentlich deinen Walkman noch? Na klar. Zeig mal her. Hier. Was ist drin? Das Band von dir. Du wirst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen. Komm mit. Was soll das werden? Wart's ab. Was Albernes. Komm schon.
zur Hölle? Her damit. Was machen wir hier? Wer schert sich um diesen Alten und ein kleines Mädchen? Je schneller wir sie finden, desto schneller kommen wir hier raus. Sicher die Gegend hier ab. Ich werde hier suchen. Los, schau dich hinten um. Was? Verdammt! Okay. Ich komme und hol dich, Joel. Diese Typen wollen kämpfen? Na, den werde ich zeigen. Ich gehe zu ihm, verarzte ihn, und dann verschwinde ich von hier.